bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ein Riesenspektakel in der BBZ-Halle zu Willisau. Willisau bezwingt Freia knapp 19 zu 17. Im Duell um Bronze ist damit weiterhin alles offen. Obwohl nur 2 Punkte Vorsprung, ist Willisau vom ersten bis zum letzten Kampf immer in Führung gelegen. Pausenstand 9 zu 8 für Willisau. Vor der Pause hält Willisau 3 Sieg, Freia 2. Genau gleich nach der Pause. Auf Willisau wartet nächsten Samstag in Muri ein deutlich stärkeres Freiamt, prognostiziert der Freiamt-Trainer Adi Bucher. Weil? Wir mussten heute Morgen die ganze Aufstellung noch einmal überarbeiten, weil wir den Manuel Jakob heute kurzfristig nicht zur Verfügung hatten. Das war unsere bestmöglichste Aufstellung, die wir schlussendlich heute antreten konnten. Wirklich kurzfristig, kannst du praktisch nichts mehr machen, oder? Nein, wir waren natürlich gebunden nachher. Und, wir haben aber gleich uns wegen dem nicht verunsichern und Michi ist für ihn eingesprungen heute. Und, man hat es vielleicht ein bisschen gesehen, er war nicht ganz parat jetzt für den Kampf. Aber jetzt ist es so, da können wir nichts ändern. Da gibt es noch höhere Gewalt, die wir nicht beeinflussen können. Es ist so. Kurzfristig müssen die Mannschaft umstellen. Das ist eine Herausforderung, die die Strategie ganz schön durcheinander wirbeln kann. Unerwartetes bei Freiamt, alles nach Plan bei Willisau. Dementsprechend zufrieden, der Willisauer Trainer. Thomas Bucheli, recht herzliche Gratulation. 19 zu 17 gegen Freiamt gewonnen. Knapp 2 Punkte, aber immerhin sind in Führung. Was habt ihr erwartet? Wir haben ein knappes Resultat erwartet, tatsächlich. Also, als wir gerechnet haben, ist das eigentlich schon etwa das, wo wir gekommen sind, wenn es einigermaßen gut läuft. Und heute ist es wirklich gut gelaufen. In der ersten Halbzeit auch. Da ist es noch bei der Pause 9 zu 8 gestanden, ebenfalls für Willisau. In der ersten Halbzeit besser als erwartet. Es war ein bisschen beides. Es ist ein drunter und drüber gegangen. Im ersten Kampf waren wir ein bisschen leicht enttäuscht. Wir haben eher mit einem Sieg gerechnet. Oder haben sicher, dass 1-3 ist für uns zu hoch ausgefallen. Also die Niederlage, das ist zu hoch ausgefallen. Dort hätten wir einen knapperen Kampf erwartet oder sogar einen Sieg. Dann der Semi hat wieder gewinnen können. Ein ganz wichtiger Match gewesen. Und Steffi hat natürlich ganz klar hat einen super Kampf gemacht. Das ist auch sehr wichtig gewesen. Also vom Es hat einfach beides ein bisschen drin gehabt, in der ersten Hälfte. Auch bei der Aufstellung konnte Willisau aus dem Fallen schöpfen, aber der Thomas Buchli hat sich etwas einfallen lassen. Wir haben gegenüber vom Halbfinale haben wir statt dem Marco Riesen oder dem Steffi Reichmuth, der letztes Mal Greco gerungen hat, haben wir den Marco rausgenommen, Riesen Marco, weil wir dort einfach mehr Freistiler haben, wenn das eingesetzt werden könnte. Und haben den Bosser Dominik wieder hier. Und er hat das natürlich auch sehr gut gemacht heute. Trotz der kurzfristigen Umstellung der Mannschaft, der Freiämter Trainer nach seinen Erwartungen gefragt. Adi Bucher, 19 zu 17, Willisau hat gewonnen, knapp. Was haben Sie gerechnet? Ja, man hat sicher nicht mit dem Resultat gerechnet heute. Wir sind dahinter gekommen, weil wir das Gefühl hatten, wir könnten den Kampf heute gewinnen. Aber es war leider nicht so gewesen. Wir haben heute nicht gerade den glücklichsten Tag eingezogen. Ja. Okay, du hast nicht damit gerechnet, du hast die eigene Fahrplan gehabt. Wo ist er denn aus den Fugen geraten oder ab wann hat es nicht mehr gestimmt? Ja, heute hat es überall nicht gestimmt. Die ganze Mannschaft war einfach nicht parat da hinten.
Sie haben den unbändigen Willen nicht gezeigt, dass der Match heute unbedingt gewinnen will. Ja, man kann den Fehler heute wirklich überall suchen. Ja. So, sogar in der ersten Halbzeit sind Sie schon nicht zufrieden gewesen, 9:8, Pausenresultat? Nein, wir hatten eigentlich das Gefühl, wir könnten in der Pause schon in Führung gehen und nachher den Kampf noch etwas besser in die Hand nehmen und dann noch die Punkte ausbauen, sodass wir nächste Woche ein kleines Polster hätten. Ja. Es hat ja eigentlich im anderen Sinn nicht nach Fahrplan angefangen, sondern mit anderen Kämpfen. Zuerst war es nicht das kleinste Gewicht, sondern der Stevie Reichmuth gegen den Pascal Gurtner. Hat das schon einen Ausschlag gegeben? Nein, das darf rein theoretisch keinen Ausschlag geben, weil die Athleten, sie wissen, sie müssen sich auf ihre Aufgabe konzentrieren. Und da spielt es keine Rolle, wer zuerst anfängt zu ringen, weil ja, sie werden dann gerufen und dann müssen sie ihre Leistung können abrufen und sonst ja, ist das also wirklich nicht relevant, wer jetzt hier anfängt. Weil es ja gerade mit technischen Überlegenheiten war für Willisau, es kann ja auch psychologisch ein bisschen drücken. Ja, es ist sicher immer psychologisch immer schlecht. Wenn man gerade mit einer 4-0-Niederlage anfängt, ist es immer gerade der Dämpfer, der schnell da ist und man hofft immer, dass sich die Mannschaft nachher wirklich nicht zu fest ablenken von dem und stur am Fahrplan festhält. Ja. Jetzt machen wir nochmal, was wäre wenn gewesen. Der Murti gegen den Nino Leute, das hat fast nach einem Schultersieg für Freiamt ausgesehen. Also ja, ich denke, da hat Willis auch nicht dürfen, verrückt sein, wenn er den geklopft hat. Faktisch hat er es nicht gemacht und wenn und aber können wir lange diskutieren. Gut, die haben ja gleich nachher 3:10 gewonnen. Allerdings natürlich nicht so hoch. Kampf um Bronze. Klingt es Willisau, den knappen Vorsprung von 2 Punkten nächsten Sonntag in Muri zu verteidigen? Es bleibt spannend. Erfahren Sie mehr dazu in der Prognose von Gianni. Er hat beide Kämpfe von Willisau gegen Freiamt und Hergiswil gegen Kriesere und zudem den Auf- und Abstiegskampf von Einsiedler gegen Brunnen detailliert analysiert. Nicht verpassen. Mehr dazu erfahren Sie demnächst auf dem Sender. Starke Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.